Heute sind wir in Trier. Das Magazin Next hat im Interview Dr. Stefan Ackermann. Ich grüße Sie. Ich möchte mich am Anfang unseres Gesprächs auf einen Tag in Ihrem Leben beziehen, der für Sie besonders gewesen sein muss, würde ich zumindest attestieren. Der Tag, als Sie die Priesterweihe empfingen. Was für Erinnerungen haben Sie speziell an diesen Tag und an die Zeit im Allgemeinen? Ja, das ist Ende der 80er Jahre gewesen. 1987 habe ich die Priesterweihe empfangen in Rom. Das war natürlich ein sehr bedeutender Tag in meinem Leben, keine Frage. Wenn ich mich daran erinnere, dann kommen mir natürlich die vielen Freunde, Verwandten und Gäste in den Sinn, die aus der Heimat nach Rom kamen, um diesen Tag mitzufeiern. Und vom Gefühl her war das natürlich ein Tag, der hat eine besondere Dichte und ich würde auch sagen Wucht. Es geht um die Lebensentscheidung, zu sagen, ich will mein Leben für Gott und die Kirche in den Dienst stellen. Und da geht es ja nicht nur um einen Beruf, da geht es wirklich um das Leben in allen Vollzügen, auch in der Lebensform. Also man merkt schon auch das Gewicht des Tages und dieses Ereignisses, aber auch, ich erinnere mich eben an die vielen, die sich sehr gefreut haben, dass ich diesen Schritt getan habe, die gesagt haben, es ist gut, dass du das machst und wir nehmen daran teil. Also insofern, ja, sind da viele gute und gewichtige Erinnerungen mit verknüpft. Es gibt ja dann auch einen Menschen, der einem zum ersten Mal das Gewand anlegt. Wer war das bei Ihnen gewesen? Ja, das war mein Heimatpfarrer. Das ist eigentlich so üblich, dass die Heimatpfarrer das tun. Und klar, durch das Gewand wird dann auch das deutlich, was man eben nicht sieht, was sich innerlich vollzieht. Das soll dann eben äußerlich auch damit sichtbar werden. Diesem Tag geht ja ein innerlicher Entscheidungsprozess voraus, der ja noch etwas länger geht. Wann begann eigentlich in Ihnen dieser geistige Reifungsprozess zu sagen, ich möchte Gott dienen? Die eigentliche Entscheidung ist relativ kurz vor Beginn des Theologiestudiums gefallen, also im Umfeld der Abiturprüfungen. Aber natürlich muss man sagen, ich bin in einer Familie groß geworden, die wirklich auch kirchlich ist, aber in einem guten, auch freilassenden Sinn. So haben meine Eltern, meine Schwester und mich erzogen. Also da war eine selbstverständliche Form von Bindung an den Glauben und die Kirche. Und ich war viel engagiert in meinem Heimatdorf in Nickenich in der Jugendarbeit. Und da ist schon dann diese Idee gewachsen, das könnte etwas sein für dein ganzes Leben. Also mich hat natürlich immer auch das Evangelium fasziniert und interessiert. Und verdichtet hat sich das eben im Umfeld des Abiturs, als dann die Frage anstand, ja, was studiere ich jetzt? Und dann ist die Entscheidung gefallen, Theologie zu studieren und ins Priesterseminar hier in Trier einzutreten. Wenn man als Bischof sehr vielen Verpflichtungen und Terminen nachzugehen hat, bleibt denn Zeit für den einzelnen Gläubigen noch da zu sein, in entsprechendem Maße und auch für sich selbst, um noch Kraft und Ausgleich zu finden für die Aufgaben des Alltags? Ich führe ja nicht nur Gespräche mit Gruppen oder feiere Gottesdienst, sage ich mal, mit größeren Gruppen, sondern führe ja viele Einzelgespräche auch. Und da ist es mir wichtig, mir natürlich Zeit zu nehmen für den Gesprächspartner. Das muss natürlich geplant werden, aber gehört ganz wesentlich zu meinem Alltag. Also, dass man nicht denkt, der Bischof hat es immer mit Gruppen von Menschen zu tun oder eben mit Schriftstücken, sondern auch mit Einzelnen im Gespräch, das ist mir wichtig. Und das gilt natürlich auch für die private Zeit, die ist natürlich im Dienst und im Leben eines Bischofs schon eingeschränkt im Vergleich zu vorher. Das muss auch geplant sein, sonst kann es leicht passieren, dass der Terminkalender offiziell gemacht ist und für das Private bleibt keine Zeit, aber es braucht ja auch für mich die Zeit, auch Kontakte zu pflegen, mit Freunden auch Auszeiten zu nehmen. Das ist wichtig, sonst kann man diesen Dienst nicht machen. Und als Bischof soll man ihn ja bis 75 machen. Ein kleiner Themensprung sei mir gestattet. Wir sind ja nun in einem Wandel der Zeiten, die sehr schnell sind. Sie haben eine Wochenzeitung, Paulinus heißt diese. Und ich habe mich informiert, die gibt es seit einiger Zeit sogar als sogenanntes E-Paper. Was war daran so wichtig, an diesem Schritt in die Zukunft zu gehen mit diesem E-Paper der Bistumszeitung? Ja, die Idee ist in Südafrika entstanden. Also einer unserer Priester ist im Einsatz in Kapstadt.
Aber er ist nicht der Einzige. Es gibt ja, das wissen wir ja, auch Leser, die zum Beispiel aus dem Bistum Trier stammen oder wenigstens Wurzeln im Bistum Trier haben, die also irgendwo auf dem Globus leben. Es gibt Missionare aus dem Bistum Trier, das heißt Ordensmänner und Frauen. Und mit denen halten wir ja regelmäßig Kontakt. Die bekommen auch den Paulinus. Aber dann ging es einfach darum, auch zu sagen, die sollen ihn möglichst zeitnah bekommen, aktuell, nicht erst, ich sag mal, einen Monat später, nachdem er erschienen ist. Und das war eigentlich der Anlass zu sagen, ich glaube, ein E-Paper, das ist bei einer Zeitschrift, die eben auch international gelesen wird, wenn auch natürlich nicht in gewaltiger Zahl, aber ist das ein wichtiger Schritt in unserer Zeit. Es hat ein bisschen was von Heimat dann für die Menschen. Ja, in jedem Fall. Die freuen sich sehr und es gibt ja viele, die nehmen auch Anteil und das kriege ich ja durch Zuschriften auch mit. Die sagen, ich lese das, ich verfolge, was sich im Bistum Trier tut, ich bete mit für das Bistum. Das ist gut zu wissen. Sehr schön. Wir befinden uns ja, wie ich gerade sagte, in einer Zeit digitaler Einflüsse. Es scheint manchmal, dass für den Glauben und Gott an sich im Leben der Menschen der Platz kleiner zu werden scheint, je größer die Einflüsse und Belastungen des Alltags werden. Wie kann die Kirche ihren wichtigen Platz in der Gesellschaft erhalten und festigen in dieser schnelllebigen Zeit? Zunächst mal würde ich sagen, dass die Veränderungen, die wir erleben, natürlich mit der Digitalisierung zu tun haben, aber auch mit der Situation der Freiheit, in der wir ja hier in Westeuropa leben. Das Individuum, der Einzelne hat Freiheitsmöglichkeiten, die es nie in der Form früher gab. Das heißt, ich kann mein Leben selber gestalten, meinen Lebensentwurf. Es gibt vielfältige Bildungschancen. Menschen nehmen ihre Freiheit wahr. Das gehört sozusagen zu einem wesentlichen Zeichen unserer Zeit und das gilt natürlich auch für den Bereich der Kirche und des Glaubens. Menschen entscheiden nochmal viel stärker als früher, ob sie gläubige Menschen sein wollen, ob sie näher oder weiter zur Kirche stehen. Bei der Kirche muss man sagen, sie ist kein Selbstzweck, sondern die Theologie sagt ja, die Kirche ist ein Zeichen in dieser Welt und ein Werkzeug, um Menschen mit Gott oder genauer mit Jesus Christus in Verbindung zu bringen. Und das wäre mein Hauptaugenmerk. Also nicht zu sagen, wie kann die Kirche wieder gut dastehen, sondern wie finden wir gute Wege mit Hilfe der Kirche, mit Hilfe dieser Gemeinschaft, dass Menschen zu Jesus und seiner Botschaft finden. Das ist eine wichtige Herausforderung und das geht aber nur, wenn auch die Freiheit des Einzelnen respektiert wird. Welche Dinge würden Sie gerne speziell in Ihrem Wirkungsbereich in der Zukunft umgesetzt sehen wollen, die Ihnen auch sehr am Herzen liegen? Ja, das, was ich angedeutet habe, liegt mir am Herzen. Also man könnte auch sagen, die Freude am Glauben neu entdecken zu helfen. Man hat ja nicht selten den Eindruck, das wird immer schwieriger, also vieles nimmt ab im kirchlichen Leben oder Menschen haben den Eindruck, das Leben ist schon relativ schwierig und anspruchsvoll und wenn ich dann noch ein gläubiger Mensch bin, womöglich noch Katholik, dann wird das Leben noch schwerer mit all dem, was da sozusagen an Anforderungen, an Erwartungen verbunden ist, deutlich zu machen, nein, der Glaube ist ein Geschenk und der bereichert das Leben und es ist gut, das nicht alleine, sondern mit anderen zu leben und daran zu arbeiten unter den Bedingungen unserer Zeit, das ist mir ein wichtiges Anliegen. Wir haben ja vor 2,5 Jahren eine Synode abgehalten, also eine große Versammlung auf Bistumsebene, die genau das eigentlich zum Anliegen hatte. Zu sagen, wie bringen wir auch das Schöne, das Bereichernde, das Große des Glaubens wieder zum Leuchten? Zum einen möchte ich mich für dieses Gespräch bedanken und zum zweiten möchte ich Ihnen und die mit Ihnen sind in Zukunft ein segenreiches Wirken wünschen. Vielen herzlichen Dank. Ich danke auch.